Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich habe das Mikrofon ein wenig leiser gemacht. Ich habe das Kommentar gelesen, ich war etwas übersteuert, keine Ahnung, warum Windows das manchmal einfach umstellt. Ich stelle da gar nichts um und auf einmal ist das Mikrofon volle Möhre laut, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir in den letzten Folgen diese komische Ratatat, Armbrust-Automatik-Waffe gebaut. Gefallen hat sie mir tatsächlich nicht so gut. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere ja Fan davon. Und wir haben sie auch ausgetestet mit ein bisschen Sprengmunition und mit normalen Pfeilen. Hat auch die Zombies gelegt und die Sprengpfeile haben auch Bumm gemacht, aber irgendwie fühlt sich die noch nicht fertig an, muss ich sagen. Gut, wir sind aktuell, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, an der großen Fabrik. Da können wir ja mal ein bisschen looten gehen, wenn wir schon mal da sind. Wir haben auch schon so einiges in der Tasche und ich will euch gar nicht weiter nerven. Weiter geht's auf dem Server. So, ich hoffe, ich bin flimmerfrei. Ich habe mich jetzt extra eingestellt auf dem großen Monitor und ich habe immer noch keinen zweiten neuen. Ich hoffe, das werde ich hinbekommen. Mir wurde eine angeboten. Dankeschön dafür. Ich werde dir heute nochmal drauf antworten. Und gucken, wie das läuft. Also, mal schauen. Ne? Also, sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Ich verarbeite. So, und muss erstmal gucken, wie das alles bei mir so abgeht. Ja, da könnte man schon die Pausenfunktion gut nutzen, ne, eigentlich. So. Es ist früher Morgen, eigentlich war es tiefe Nacht, aber ich hatte keine Lust, Nacht zu spielen. Bin abgehauen in ein Maisfeld. Warum bin ich in ein Maisfeld gerannt? Und habe mega Durst. Bin ziemlich nah am Airfield und weit weg von... Ach, ich wollte doch in die Safe Zone gehen. Ich bin relativ nah am Airfield, ne? Das ist natürlich so eine Sache, aber das haben wir letztes Mal doch schon gelootet. Das müsste man nicht nochmal versuchen. Und wir hatten ja schon verdammt viel Glück, ne? Also werde ich nochmal zurück zur Fabrik wandern oder wir wandern einfach mal zur Stadt und zur Fabrik. Das wäre vielleicht eine Option. Ne? Außerdem sind wir noch verletzt, haben Durst, haben Hunger, haben einfach alles. Ne? Und wir haben eigentlich schön Loot, muss ich sagen. Doch in der Stadt erstmal gehen macht eigentlich Sinn. Obwohl erst nach Hause gehen wird auch Sinn machen, denn wir haben... Na, wir müssen erst einmal nach Hause. Sorry, Leute. Wir müssen erst einmal heimwärts marschieren, dann ist es Airfield und die ganze Chose loswerden. Wir müssen auch noch langsam gehen, weil wir verletzt sind, da Heidewitzka. Ja, wir lassen uns erstmal heilen. Dann machen wir ein Poiskin. Also ich mache das Poiskin. Dann laufe ich nach Hause, damit ihr diesen langweiligen Weg nicht mitsehen müsst. Außer es kommt ein kleiner Kampf oder sowas. Dann werde ich das natürlich. Guck die Heilung, wie langsam die geht. Bleib mal stehen. Blutende Verletzung, Stabilisierung. Ja, mehr kann ich ja auch nicht tun, wenn ich jetzt die Beine in der Hand nehme. Ja, da geht es wieder rückwärts, seht ihr? Also, das ist echt grausam, verletzt zu sein in Scam, ne? Okay. Also, wir haben echt scheiß geiles Zeugs, ne? Das will ich jetzt auch wirklich nicht verlieren, ehrlich gesagt. Ne, das M16, die AK, das M1 Rifle will ich behalten, auf jeden Fall. Die Sachen will ich zerlegen und neu zusammenbauen und allerhand Kram, den man eigentlich noch gut gebrauchen kann, ne? Also das wollen wir bei uns doch lieber erstmal zu Hause abliefern und dann geht's zur Stadt. Ich muss aber belegen, wir müssen ja nicht unbedingt hier hingehen. Wir haben ja hier noch die PvP City, wir haben hier noch eine Fabrik. Was hatten wir hier nochmal? Eine Stadt und hier dieses Militärlager, was ich eigentlich verfluche wie die Hölle, aber vielleicht... Vielleicht könnte ich ja mal wieder mutig sein. Meine Uhr vibriert die ganze Zeit und das nervt. Und dabei ist aber auch gar keine Nachricht. So, wie sieht's denn aus jetzt mit der Heilung hier, Mädchen? Heil! Ich kann da leider nichts machen. Gar nichts. Wir können nur langsam gemütlich laufen. Und ich schreibe einmal Hu im Chat. Mal gucken, ob einer da ist. So. La, 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 la. Was sind wir denn da hinten? Ist das die Schießbahn? Ist das, ne? Laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe einfach mal so doof rumrum. Ja, wir müssen ja eher westlich gehen. Und sind gleich auch schon in der Safe Zone. Dann kann ja schon mal nichts da passieren.
Steht auch ein werter Herr Zombie, den wir jetzt wegknallen. Mit unserer Maschendrahtzaun. Na, ich will 500, ich will wieder 600 Ruhmpunkte haben. Ich bin dehydriert, genau, wir müssen auch trinken und all drum und dran. So, wir sind jetzt in der Safe. Zombies, könnt ihr wieder Damage machen? Das hat der Zombie gehört, aber er war geschallgedämpft, der Schuss. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie so ein Hunter-Fan. PvP-technisch ist die echt die letzte Rotze. Ach, wir warten jetzt mal. Wenn wir uns hinlegen, geht es vielleicht besser. Einmal so ein bisschen entspannen. Ja, das fühlt sich an, als ob es schneller heilt, ne? Also tatsächlich. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen an der Herzfrequenz und an dem Blutdruck liegen. Umso höher der ist, desto langsamer wird dann diese Stabilisierung. Durst, Kältegefühl. Und die ist jetzt gleich in der Erholungsphase. Blutende Verletzung geht weg. Das heißt, ich darf jetzt aber rennen, oder? Da. 50%. Jetzt guck mal an, was wir heilen. 51%. Jetzt renne ich mal gucken. Ja, die geht von alleine hoch. 52%. Und genau, in der Phase will ich euch jetzt nicht nerven mit dem langen Weg bis nach Hause. Deswegen machen wir einfach mal ein kleines Päuschen, was ihr gar nicht mitbekommt. So. Da sind wir in Spekowina angekommen. Eigentlich Timmy Town. Spekowina. Habe ich gerade gelesen auf der Map. Finde ich irgendwie komisch. Ne? Also wir sagen so ewig lang schon Timmy Town dazu, dass das Spekowina gar keinen Sinn mehr ergibt. Meine Heilung ist dementsprechend gut verlaufen. Wir sind jetzt bei 92%. Geht immer schneller. Aber ich glaube, das geht ein bisschen langsamer, weil wir nichts getrunken und nichts gegessen haben. Deswegen kloppen wir uns doch einfach mal so einen Kohlkopf rein. Der kann ja nur gesund sein, wenn wir einen finden. Da ist ja einer drin, aber man sieht keinen. Kohl. Geschmack prüfen. Roh. Okay. Da habe ich jetzt mit nichts anderem gerechnet. Alles essen. Ist ja bestimmt viel Volumen. Da müssen wir aufpassen. Aber Gulasch ist ja noch in der Verdauung. Die blutende Verletzung ist immer noch nicht fertig. Heidewitzka. Ich weiß nicht, was mir der Kohl bringt. Keine Ahnung. Oh, Schüsse sind. Hat keiner Hallo zurückgeschrieben. Ich war ganz traurig gerade auf dem Weg. Wasser. 1%. Wir haben 2 Milliliter Blut im Körper. Okay. Feuer. Boah, Alter, den kannst du weit werfen. Ihr könnt mal ja fast eine Schießübung mitmachen, ne? Ich bin satt. Okay, dann suchen wir uns mal einen leckeren, schmeckeren Brunnen. Müssten jetzt aber jetzt safe voller Magen. Ja gut, das stabilisiert sich ja. Das ist nicht so schlimm. Ein Brünnchen, ein Brünnchen, ein Brünnchen. Ich weiß ja eigentlich, wo einer ist. An den können wir uns erstmal ein wenig laben. Aber was liegt dort? Eine leere Karamellbrause, wisst ihr was? Das ist so perfekt. Kann es perfekter laufen? Warum laufen wir drüber so gekrümmt? Ja, wir sind zu schwer. Ist das der Mond? Krass. So. Ich freue mich über den Mond. Und da muss ja genau der Brunnen sein. Da können wir die Flasche doch füllen und süppeln, ne? Aber wir haben jetzt den Magen ziemlich voll. Das ist auch blöd. Ungeschickt. Nicht prüfen. Oh nein. 0%. Hoffentlich haben wir. Entschuldigung, meine Nase juckt. Hoffentlich haben wir beim. Haben wir nicht noch einen Brunnen gehabt hier irgendwo? Wieso sind denn die Brunnen leer? Aber wir haben bestimmt nur einen gebauten am Community-Dorf, Haus. Das ist mittlerweile ein Dorf. Dann laufen wir mal schneller. Hier kann nichts mehr passieren. So. Noch einen Supermarkt, da könnte ja auch noch was zu trinken geben. Mal 1% ist echt wenig. Boah, Kohl gibt ja gar nichts zu essen. Da ist ein Brunnen. Da sehe ich noch einen. Sollen wir erst gucken gehen? Oh, ich bin bei 0%. Ich kriege überhaupt keine Ausdauer mehr wieder. Guck mal. Das habe ich auch noch nicht gehabt.
Wenn man sich hinlegt? Ja, nur wenn man sich hinlegt. Ja, man ist ja kurz vom Abnippeln sozusagen, ne, wenn man nichts mehr an Flüssigkeit im Körper hat. Checken wir das mal ab. Alter, ihr sofft alle die Brunnen leer, Leute. Was ist los? Ich bin dehydriert. Scheiße, auf Flasche, nee, die brauche ich vielleicht doch gleich. Okay, die liegt ja noch auf der Straße. Aber die ist total erschöpft. Hätten wir überhaupt nichts geschafft, wenn wir in eine andere Richtung gelaufen wären. Wow, hier liegt viel Zeug. Oh, die weiße Hose, die hat keiner mitgenommen. Die finde ich sehr, sehr sexy. Psi. Passt auch sehr gut zu unserer Steffi. Die Robin Hood Stiefel, die sind auch gut. Alter, da ist eine Dose. Ich sehe eine Dose. Ich sehe auch Cracker. Oh, Bubblewasser. Achtung wegen Magenfüllung. Das hältst aber aus. Das hältst du locker aus. Aber das muss da rein. Das muss rein in ihr. Nimm dies. Jetzt ist sie müde. Magen ist voll. Alles Ramazamba. Ich habe Schnupfen. Sorry. Warum entschuldige ich mich eigentlich, dass ich Schnupfen habe? Ist aber so. Gut. Dann hoffe ich, dass jetzt ein bisschen Flüssigkeit reinkommt. Essen habe ich doch gerade gesehen. Cracker. Die können wir natürlich noch nicht einverleiben. Und sie sind auch noch perfekt Zustand. Geh mal ganz bequem Richtung nach Hause. So. Weiß ich nicht. Ja, wenn wir einen Brunnen finden, ne? Ist das ja vielleicht eine gute Sache. Wenn wir einen haben, am Lager. 2% Flüssigkeit. Ja, wenn man sich bewegt, verbraucht man wieder neue Flüssigkeit. Also wir müssen so etwas aufleveln hier. Inhalt frei. Ja, das sind nur alkoholische Getränke. Und eine Brause. Eine Brause ist eine gute Sache. Die gönne ich mir, danke. Boah. Und vielleicht so ein... Nee, die sind gabbelig, die Sachen. Die sind nicht mehr gut. Leider. Kann ich dann als Dankeschön was zurückgeben? Ich habe die ganze Zeit eine Wasserflasche dabei, ich hält. So, hier gibt's ein Scope. Für die Brause. Boah, das ist langwierig und mühselig, so zu gehen die ganze Zeit, ne? Also, Verdauung ultra lahm. Das heißt, wir können erst in 1500 Jahre wieder trinken. Ein Erfrischungsgetränk ist drin, der Gulasch ist drin. Wir können einmal brechen, ja. Sollen wir einmal brechen? Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, aber... Aber so haben wir dann den Haushalt vielleicht irgendwie doch ein bisschen reguliert. Was sagt der da unten? 82, 4%. Okay, da. Gulasch ist raus. Magen ist leer. Das heißt, wir können. Wir prüfen die erstmal. Trinkwasser 100%. Und trinken die leer. Das müsste. Entschuldigung, meine Nase. Jetzt ist die Hölle. Das müsste jetzt eigentlich helfen. Wasser verdaut sie ja relativ schnell. Das ist ja im menschlichen Körper sowieso so. Ich glaube, so man, maximal 5 Minuten hast du die Flüssigkeit im Bauch und dann ist sie Richtung Darm. Wir können genau die ganze Flasche leer machen. Cool. Ja, man sollte eigentlich immer so eine Flasche mitnehmen, ne? Das wäre eigentlich sinnvoll. Voller Magen? Bist du doof? Mal 100%. Jetzt? Jetzt ist er voll. Gut. Steht sie in ihre Kotze. Ekelhaft. So, dann machen wir noch einen Spaziergang. Oh, meine Nase, sorry. Richtung Community-Bude. Entspannung. Entspannung pur, denn die letzten Folgen liefen ja ganz gut. Okay, ein bisschen schneller. Hab keine Lust, so langsam zu laufen. Und dann will ich doch den mutigen Entschluss fassen, hier zu looten, bei B3.
Das ist ja gefährlich. Aber wir haben ja guten Loot gesaved, ne? Sagen wir mal so. Mein Gott. Hier ist was los. An Kisten und und. Was ist das denn? Achso, ein Schatten. Fleisch. Ach, hier, guck mal, hier nehmen wir uns ein Stück Fleisch mit. Das ist nämlich noch. Nee, 55%. Da wird er vielleicht übel. Schade, ne? Mit den Haltbarkeiten. Aber so ist es einfach. Ist auch in echt so. Hier, die Hühnchen. Die kann man immer essen. Die kann man sich immer reinkloppen. So, mal gucken, haben wir einen Brunnen? Da ist auf jeden Fall Wasseraufbehälter instand halten. Prüfen. 100%. Dann machen wir die Water Bottle. Die Water Bottle. Füllen mit improvisierten Regenmantel. 100% Trinkwasser. Füllen mit Limettenbrause. Wie soll das denn gehen? Achso, weil ich die da drin habe. Nein, wir nehmen Regenwasser. Hört sich viel leckerer an, ne? Limettenbrause, tatsächlich. Die hätte ich ja auch benutzen können, ne? Jetzt habe ich ihn leer gemacht. Guck mal. Nee, habe ich nicht. Da passt ja jetzt schon eine Menge rein. Irre. So, Steffis, Triller, Goldi, Hubi, Vivo. Steffis Kiste. Was passiert? Oh, diese schönen Räckchen. Ne? Oh, ich liebe sie. Gut. Dann füllen wir mal unseren Wasserstand wieder auf. Sag mal, wie sieht das hier aus? Alles gut? Oh, cool. Haben die Hunter. Die Hunter sei schon die M1, das ist noch eine M1. Die sind beide fast bei 100%, also die hatten nur 99%. Das ist nicht so schlecht. Sehr schön. Dann können wir wegpacken das improvisierte Ding. Ich räume irgendwann mal auf, versprochen. Geld werfe ich unten rein, das will ich nicht haben. MP5 Suppressor für die Magnum, für die MP5. Doofe Magazin, oh, die brauche ich nicht mitnehmen, das wäre doof. Die Clips. Scopes. Ja, es ist schon sehr, sehr sortiert, ne? Sagen wir mal so. Ach, die doppelläufige, ne? Oh, die will ich benutzen heute. Da kriegt die Bock drauf. Habe ich die Hunter jetzt gerade verbummelt? Wann habe ich die Hunter verbummelt? Kann ja nicht weit weg sein, ne? Kann nur am Brunnen liegen. Beim Nachfüllen? Oh Gott, wo habe ich denn die Hunter verbummelt? Sag mal, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich habe Alzheimer. Die Hunter, die war ganz cool, die hat einen Schalldämpfer gehabt. Wir haben doch gar nichts gemacht, außer die Wasserflasche nachgefüllt. Im Supermarkt, ne? Da haben wir gegessen. Oh, so Schnupfen nervt tierisch. Das im Ärmel rein. Hier nochmal in Gedenken an unsere Community-Mitglieder. Sind noch eine Batterie drin? Warte mal, habe ich nicht unten tiefer noch ein paar Laternen? Ja. Können wir wieder eine entzünden? Wurden auch schön benutzt, die Laternen. Ist zwar Tag. Aber in Ehren der Community, wo ist der blöde Supermarkt, machen wir die nochmal an. So. Das ist der falsche Supermarkt. Da. Ich muss aber so mal gucken. Aber das ist. Ich bin doch nicht doof. Ich habe doch nichts gewechselt oder gemacht oder getan, dass ich. Dass ich die Hunter verliere. Dann habe.
Verwirrung. Mich kannst du nicht meinen. Was denn? Mahlzeit. Gunn, was treibst du? Schabernack. Okay, ich denke, aufmerksame Zuschauer wissen, wo sie liegt. Der Timmy ist nicht aufmerksam. Ich war ja noch nirgendwo drin. Scheiße. Hier habe ich das Ding reingetan, ne? Das Ersatz. Verwirrung, Verwirrung. Das war unsere Route. Ich laufe sie ab und scanne sie ab. Mann, das war eine gute Hunter. Mit Schalldämpfer. Und ich habe doch noch vorher gesagt, ich bin Hunter-Fan. Was mache ich? Ich verliere die. Das gibt's doch gar nicht. Und was mit deinem Durst, Mädchen? Du hast doch getrunken wie Hölle. Ach, hier, 91% noch Mageninhalt. Wasser geht überhaupt gar nicht schnell weg. Ja, aber 17% immerhin, es geht aufwärts, ne? Muskeln 60%, Fett 27%. Wo kann so ein Trottel wie ich die Hunter verloren haben? Sie war in meiner Hand. Und da geht das ja ganz schnell. Ach, bestimmt, wo ich die Flasche aufgehoben habe, ne? Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Dann ist er weg. Ich muss mir eine neue Hunter besorgen. Die ist ja jetzt nicht die kompletteste, schwierigste zu findende Waffe, die es gibt. Nur leider war da ein Schalldämpfer drauf und der ist nicht so oft, ne? Gut, dann tue ich traurig weiter sortieren. So. Pistole nehmen wir mit. Das Magazin passt natürlich auch hervorragend dazu. Wir haben falsche Magazine für die falsche Waffe. Wir haben aber auch gar kein Werkzeug zum Zerlegen, ne? Immer noch ein paar improvisierte Scopes. Immerhin, ne? Gut. Bolzen. M16 Moon. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Scheiße. M1 Moon. Trinken nehme ich mit. Ich brauche scheinbar noch eine ganz schöne Menge. Einen halben Hahn haben wir auch noch dabei. Die zerlegen wir später. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Die Munition packen wir mal einfach zu der Munition. Wo Munition Sinn macht. Das Magazin ist auch überflüssig. Wo habe ich die anderen da hingepackt? Ich werde es nicht ganz so durcheinander machen. Da. Warum habe ich denn davon so viele eingepackt? Das ist ein cooler Mudel hoch 10, ne? Die brauche ich. Nehme ich auch gerne mit. Ich nehme mal 40 Schuss mit. Ich bin heute so. Die brauche ich nicht. Der Waffen tue ich die Scopes hin. Die AK, die AK-Magazin. Die schicke Box, die kann irgendwo hier hinten hin. Das brauche ich auch nicht. Ist auch wieder Munition. Sniper. Cracker können wir nachher essen. $100 wollte ich in eine Kiste schmeißen. Knackwerkzeug haben wir auch dabei. Ein Kompass. Okay, das ist doch schon mal top, ne? Ich habe nur ein Pistolenmagazin. Ein einziges. Ja, das hat man dann von seiner Ordnung, ne? Man weiß überhaupt gar nicht mehr, was los ist. Naja, vielleicht finden wir eins, ne? Und Munition dafür vor allen Dingen. Ich habe keine Pistolenmunition. Gerade was entdeckt. Bobby für Sniper. Aber hier sehe ich keine Pistol. Nur 45er.
Ach, mal so eine Magnum finden oder so. Das wäre auch so schön. Aber nein. So gut. Dann sind wir entleert. Die Doppelläufige, die will ich ja ungern verlieren. Muss ich da zweimal drauf drücken? Zeig mal, wie checkt die dir denn? Das sieht bestimmt auch interessant aus. Zwei Kügelchen drin. Boah, sieht das gut aus. Guckt da ein bisschen lange rein, finde ich. Und ja, kannst zwei sehr, sehr schnelle Schüsse abgeben. So. Dann haben wir noch die Pistole ohne Munition. Die hat auch noch Munition drin, ne? Mit Charlie. Ja, ein bisschen ist da noch drin. Okay. Für den Fall der Fälle. Ja, dann geht die Reise los, ne? In den sicheren Tod. Wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Muss mal wieder repariert werden hier, ne? 2000. Ist natürlich hier. Weiß ja, wie viel hat das denn noch hier? Die Base. Ich kann es gar nicht erkennen. Nicht zerstören. Ne? Geschenke wurden alle gefunden, denke ich mal, in der letzten Folge. Und ja, ich mache mir jetzt auf die Socken. Ihr genießt eine kurze Pause. Ist sowieso Silver Neustadt. Bis gleich. Ja. Der Weg war lang und ja, relativ schnell. Und unser Flüssigkeitshaushalt füllt sich ultra, ultra langsam auf, genauso wie unser Nahrungsmittelhaushalt, also der Essenshaushalt. Und ja, irgendwie will er den Gulasch nicht verdauen, unser Steffilein. Und das Wasser irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Wir sind aber rein technisch ziemlich gesund. Gut, auf dem Weg. Habe ich natürlich die Map benutzt von Scum Helper und da habe ich gesehen, dass hier bei B3 ein Bunker ist. Bevor wir dann dahin gehen, wo ich wahrscheinlich den Tod finden werde, wollte ich den doch gerne nochmal ja, kontrollieren, untersuchen, ob wir da vielleicht noch was Feines finden. Wie zum Beispiel ein Werkzeug für so eine doppelläufige Schroflinte oder so. Aber ich glaube eher weniger. Deswegen gucken wir erstmal hier. Habe ich auch Pause ausgemacht? Ja, ne? Sehr gut. Ja, Papier, endlich, ey. Endlich haben wir Papier gefunden. Das wird auch mal Zeit. So, hier haben wir reingeschaut. Hier haben wir M1. Muss ich nehme das mit. Ich nehme das einfach mal mit. Man weiß ja überhaupt nie, was man hier vorher findet. So. Und der Plan ist diesmal nicht vorne rum rein. Mache ich irgendwie immer und ist auch immer falsch. Wow, ist das ein leerer Bunker. Da hat sich der Umweg extra mal gar nicht gelohnt. Naja, eine M irgendwas liegt hier rum. Was bist du? Eine Blendgranate. Passiert denn, wenn ich hier um die Ecke werfe? Auch geblendet? Ne. Ha! Raffiniert, ne? Gut. Alles klar. Und Dover Ninja-Stern. Habe ich schon reingeguckt, habe ich auch schon reingeguckt. Keine. Oh, da ist nochmal eine Überraschung drin. Eine olle Schrotflinte will ich nicht haben. Die Waffenteile. Mann! Können wir nicht benutzen. Für die Reparatur der Doppelläufigen. Leider. Ich weiß nicht, was die Doppelläufige ist. Eine Militärwaffe? Ich glaube nicht. Eine Jagdwaffe, ne? Also gehe ich mal davon aus, dass wir die so auf Jagdständen finden können. Gut. So wie die Hunter. So, und ich muss jetzt in östlicher Richtung spazieren. Am dicken Geschütz vorbei. Ach, wenn man die mal benutzen könnte, ne? Was steht denn eigentlich da drauf? M11. Keine Ahnung, ob das irgendeine Bewandtnis hat. Man kann sogar reingehen. Aber wo sitzt man da drin? Ah ne, wahrscheinlich da unten, ne? Das wäre schlauer. Okay, ich glaube, östlich war richtig. Und dann kommen wir dann auch dahin, wo wir hin wollen. Oder nicht.
Oh, mein Headset-Kabel. Irgendwann kriege ich mal einen Wutanfall. Aber ich würde mir niemals so ein Wireless-Headset holen, wegen Batterien und so einen Scheiß, ne? Ich hab echt keinen Bock drauf. So, ich hoffe, ich flimmer nicht. Ich habe immer Angst, dass ich flimmer. Ich sehe es auf diesem Pipi-Monitor nicht. Ich bin mal überlegen, mir so einen Mini-Mini-Monitor zu kaufen. Ich wohne ziemlich nah an einer Stadt. Da ist Mediamarkt, Saturn, alles da. Aber ich habe keinen Bock, ne, mit diesen Corona-Nachweis, Ausweis und. Das nervt immer tierisch. Wenn ich mit der Real Steffi in die Stadt gehe. Weil hier, die Frauen gehen ja in 1000 Läden rein, ne? So ist es ja einfach. Und dann musst du 1000 Mal diesen Code zeigen und deinen Ausweis. So, ich hätte gerne einen Hochsitz noch gesehen. Einfach nur wie eine doppelläufige Schrofflinte. Da sind ja noch mehr Gebäude, da sind ja nicht nur. Na, wir müssen ja von hinten mal rangehen, der Geschichte hier. Mit der Steffi von hinten. Boah, geht's da schlecht. Hat die Fieber oder sowas? Nö. Ist alles toppili-tipp. Ne, Blutdruck ist hoch, ne? Wir könnten mal ein bisschen Rabipril finden oder sowas. Gulasch wird einfach nicht verdaut. Pistole, doppelläufige Schrotflinte ist am Stissel. Ich weiß nicht, was man auf der überhaupt drauf machen kann. Also sie hat auf jeden Fall hier einen Slot frei. Ich habe jetzt auch nichts zum Testen. Und gehe da mal jetzt ganz vorsichtig dran hier. Das ist auf jeden Fall ein Turm, auf den ich nicht gehe. Aber das ist ja die Hindernisbahn, ne? Da läuft schon der erste Mech. Überraschung. Erstmal hier rein. Wir haben schon mal einen Wettstein gefunden. Das ist schon mal gut. Komisches Gebäude hier drin, ne? Sind das für eine Militärübung oder so? Weil das ja hier so ein Übungsplatz ist, da, wie man da sieht. Den wir wirklich schon ewig nicht mehr besucht haben. Und ich habe Angst, dass ich gleich den Mech höre. Der mit mir schimpft. Hier wird. Ein Zelt ist da auf jeden Fall. Hier wird aber nichts liegen. Ich habe mich jetzt ein bisschen gekonnt, oder? Wird da wohl irgendwo hoffentlich hängen bleiben. Es war klar, dass er mich sieht. Wir haben noch ganz viele Sachen zum Verstecken. Oh, da kommt. Was? Du schießt mit dem scheiß Band? Ich drücke alle Knöpfe nur falsch. Ich bin tot. Richtig doch hin. Der schießt durch die scheiß Wand. Wir gehen da aber jetzt hin. Also das lasse ich nicht mit mir machen. Also das war zu dumm. Wir sind natürlich wieder maximal weit weg davon, wette ich mit euch. Also das war ja wirklich bescheuert. Natürlich schießt er mit seinem dicken, fetten Kaliber durch so eine gammeligen alten Holzwand, ne? Ja, wir sind maximal weit weg. Also, Schlüppermodus. Und auf geht die Reise. Natürlich mit Pause. Ach, dieser Pausenmodus, der ist echt ein Segen. Ja, das schaffen wir mal in einer Folge ein bisschen mehr tatsächlich. Und ja, ich bin wieder da, wo er uns erschossen hat. Wir müssen da hinter dieser Holzwand liegen. Ich gucke mal, ob ich von der anderen Ecke drankomme. Weil mir das echt nicht gefallen hat gerade. Der blöde Mech mich sofort wieder gesehen hat. Da ist alles. Na, da ist ein Loch. Ich laufe wieder nackt rum, halb, ey. Das ist auch wieder so. So, hey, ja, töte mich. So, eigentlich dürfte der mich ja hier durch nicht sehen, ne? Schießen ja, aber nicht sehen. Obwohl das ganz schön löcherig ist.
Warte mal, bis der weg ist. Vielleicht sollten wir doch Gebüsche nutzen. Wäre vielleicht sinniger. Mir ist ziemlich kalt. Ja, Überraschung, du hast einen Schlüpfer an. Da liegt sie, das arme Mäuschen. Mal wieder gestorben. Ein Gammelschlüpper an. Na, zocken noch nicht. Sieht aus. Gut. Ja, was mache ich denn jetzt? Wenn er mich schon wieder sieht, der kommt ja bis rum. Das ist ja die Kacke. Zeit sich zu bewegen? Leck mich doch am Arsch. Mache ich doch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich hier durchsieht. Aber der hat ja auch gerade durchgeschossen. Ich gehe einfach mal zurück. Toll. Überall Gebüsche. Ich will die Zelte kontrollieren. Da, der kommt da. Wird damit. Die sehen hier verdammt. Was ist denn mit meiner Maus? Die bewegt sich nur von alleine. Hätte. So, jetzt geht er wieder weg. In so ein Zelt wird er mich nicht sehen. Wir machen ja Training, ne? Ich traue der Wand einfach nicht mehr. Oh, 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 oh. Ab durch die Autoreifen. Das ist echt schwierig hier. Weil der ist jetzt auch noch rot, der Halunke. Was? Was für eine Kacke liegt hier drin? Wo ist er? Ich würde so gerne die anderen Gebäude mal durchsuchen, ne? Nicht immer nur die Militärgebäude. Aber es ist er. Ach, da ist er. Wie kaputt bin ich denn jetzt eigentlich? Ordentlich zerschossen worden ist die Jacke. Warum sterbe ich immer? Es geht da weg. Der macht aber auch eine kurze Runde. Und da sind die schönen ovalen Hallen. Wie komme ich da bloß genüsslich hin? Das ist zu kurz. Oh. Was machst du denn jetzt? Da, in ein Haus wollte ich rein. Sah schon mal gut aus, ja. Also, da ist er auf jeden Fall nicht. Da in diese kleinen Hallen ist er auch immer schöner Loot. Muss nur gucken, wo er mal wieder rummarschiert. Er marschiert weg. Leider kann man da nicht hinten rein. Wie bei den meisten Frauen. Nein, nein, sage ich nicht, war ein Scherz. Pistole. Nein, das mache ich jetzt nicht an. Ja, ich wäre losgerannt jetzt wieder. Also das gibt's nicht. Na. Wegen Fenster aufpassen. Sehr sogar. Haben wir hier Gewürze? Ich weiß nicht, wofür ich jetzt Gewürze bräuchte. Aber der kommt aber auch dauerhaft, ne? Also ist ja. Er lässt dann ja nicht mal eine Mühe Pause.
ranzig die Waffen aussehen. Ich habe Scheiße gebaut, hier lang zu gehen. Jetzt los, wollte ich. Also, der dreht sich jetzt wieder um. Dann geht er hier nach links weg. Er lässt einen kaum Zeit, ne? Also, ich habe aber eine Idee. Und die Idee ist scheiße. Scheiße, steht ein Zombie. Kannst du jetzt nicht losballern hier wie die Hölle? Nur noch so einen dicken, ne? Habe ich denn hier eine Fluchtmöglichkeit? Ne, hier sind keine Löcher. Im Gebäude rein. Zombie wegballern, warten bis mich wieder Ruhe gibt. Das hat geklappt. Ich will keine Cookies. Boah, die Power, ey. Die Schrotflinte. Ist ein bisschen sicherer drin? Nein. Oh, da ist eine Spinne drin. Gut, der Mächter geht seine Routine nach. Ich kann nachladen. Hatte Gott sei Dank keine Störung. Vielleicht brauchen wir gleich einen. Mache ich einfach mal einen Dietrich. Der geht weg. Hier ist so ein Scheiß. Müssen hier so ein Scheißfenster sein? Genau an der Stelle? Man sieht der mich doch, wenn der quer läuft. Kann man im Liegen knacken? Keycard. Oh, das ist hier keine schöne Stelle, sage ich euch, fürs Spiel. Wo waren die Keycard? C4. Ob man da C4 findet? Ich glaube, ich habe einen Schuss gehört. Das klingt gut. Oh, schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Also ich habe das Gefühl, der läuft immer genau dahin, wo ich hin will. Na, das ist so grausam. Was ist Uwe? Ich kann mich nicht konzentrieren. Bei dem Gebäude muss ich auch was, hat sehr viele Fenster. Da gucke ich rein, eiskalt. Nein.
Badezimmer. Wow. Und weg von dem Fenster. Badezimmer. Man duscht in Küchen. Das ist völlig normal. Scheiße. Ich schummel mich da durch, ey, das gibt's gar nicht. Ja, siehst mich nicht, ne? Etchy Badge. Wie sieht's aus mit meinem Magen? Oh, alles null. Aber ist alles gut, guck mal. Ach ja, klar, wir sind doch gestorben. Ach, scheiß Küche, leck mich doch. Da sind die Gebäude, wo ich hin will. Nicht. Hier hinter bin ich, glaube ich, erstmal ein bisschen sicherer. Sicherer. Wo ist er? Was hat der da hinten auch gehört? Boah, ich mag die Waffe. Du doofer Schatten. So, der kommt natürlich jetzt wieder nach hier. Genau da, wo ich hinten rumlaufen wollte. Weil da hinten kommt noch einer. Da muss man nur aufpassen. Ein bisschen lauter machen. Jetzt geht's wieder weg. Das sind Löcher, da kann man durchflitzen, falls was passiert. Ich renne. Egal. Oh, jetzt schaut an der Tür. Muss kurz in Deckung. Jetzt hoffe ich, er da. Oh, heute ist aber auch was los, ey. Aber Gott sei Dank kriegt ihr von den Pausen ja eigentlich gar nichts mit. Ja, bis hierhin haben wir uns gut durchgeschlagen, glaube ich. Jetzt kommen interessante Hallen, leider mit sehr vielen Fenstern und auch mit Mechs. Und ich bin überlegen, ob ich zu diesen anderen Hallen will oder zu diesen hier. Weil alle eigentlich gut sind, um ordentlichen Loot zu finden. Naja, wir werden es rausfinden, wenn wir da wieder tot in der Ecke liegen. Der darf mich auf jeden Fall nicht sehen. Aber man hat gute Möglichkeiten, dazu entkommen. Das ist das Schöne. Ja, immer in diesen Räumen hier, die Duschen. Die ich jetzt nicht kontrollieren werde. Und da sind dann die Kisten. Problem ist hier noch nicht die Fenster. Obwohl da. Ich weiß nicht, wie weit der mich hier sehen kann. Gehen wir mal. Ah, der läuft tatsächlich ganz schön weit. Aber der sieht mich, glaube ich, hier nicht. Aber der andere wieder da. Ein Rohr. Man riskiert sein Leben für Müll, ne? Kommt wieder. Ich bin so eine Schissbuchse geworden. Jetzt habe ich nur 91 Leben. Blute ich? Und eine blutende Verletzung ist entblutend. So, mal gucken, wie kommen wir denn jetzt an denen am besten vorbei? Ich lasse mal die Dinger da aus. Muss man die hier knacken? Ah, shit. Der andere, der macht keine Mucken mehr. Und da geht es eigentlich direkt in so eine geile Halle, ne? Wenn ich jetzt hier in der Ecke stehe, kann eigentlich nichts passieren. Viel zu viel. Was war denn?
Was ist er denn? Bewege mich mal nicht. Das klappt. Das klappt gut. Und wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Schicker Helm, schönes, ja, das ist Igel, ne? Aber ich nehme mal so einen Helm mit, vielleicht will ich ja einer haben. Und der schützt mich ja auch noch ein bisschen mit. Nein, was mache ich denn da? Helmtauscherei. Dahinter läuft auch noch ein Mech, da müssen wir aufpassen. Ah, da sind die spannenden Kisten. Meinte ich, komme hier lebend raus? Ich glaube es nicht. Hört er den anderen Mech? Irgendeiner sieht dich immer. Die haben hier einfach bessere Augen bekommen. Im 16 Magazin. Ja, wenn wir Desert Eagle finden, können wir die offen motzen. Hier so ein Scheiß, wo wir ihn mitschleppen. Könnte man zwar Stoff rausmachen, wegen Verletzung. Aber das war jetzt schon wieder Mapuse-Kuchen hier drin. Bin ja so mutig. Das war verkackt mutig. Geil. Eine Wahl. Die ist ziemlich klein. Ach, wir bräuchten das zum Nähen, ne? Das wäre besser, eine Wahl mitzunehmen als zwei Pistolen. Schön. Immerhin etwas. Damit sich der eine Tod sich hier wenigstens gelohnt hat. Problem ist, man lockt die anderen auch noch an, ne? Aber das Ding ist geil. Und ich will das unbedingt auf 100% haben. Oh, YouTube. Nein. Oh. Es wird tricky, ne? Also eben die andere Halle traue ich irgendwie schon wieder nicht. Cool. Geht das? Kriege ich das da dran? Bringt zwar jetzt nicht viel, ne? Aber ist ja nur ein kleines Leckerli. Was haben wir da? Leuchtspur 22er. Ah, das hat der Zombie verloren. Handy brummt und brummt heute. Ich weiß nicht, ist das eigentlich eine gute Waffe? Mögt ihr die? Oh, eine sehr gute erhaltene. Einkassieren. Kompass habe ich. So, die Frage der Fragen der Fragen der Fragen. Kommen wir in die andere Halle rein? Kommen wir hier irgendwie leben wieder raus? Das ist ja hier der Herr Mech hier, der. Da läuft er gerade weg. Und da ist ja auch ein Gebüsch, ne? Also sollte das vielleicht nutzen. Die Frage ist, wie weit läuft er weg? Dann ist er auch noch so doof und sieht gar nicht, dass die Tür auf ist, ne? Was sind die Halle da? Wir warten natürlich, bis er jetzt auf dem Rückweg ist.
Ja, ich passe nicht auf wegen den anderen. Puh, mein Herz, Leute, Alter. Das ist überhaupt nicht so mein Ding, ne? Obwohl, das macht richtig Spaß gerade. So sneaky-mäßig. Metal Gear Solid-mäßig hier durchzurasen. Und nichts zu finden. Oh, ich freue mich schon auf die Kisten. Da bis jetzt sieht diese Ladung hier Müll aus. Hier ist wieder eine Pistole. Ich weiß ja, wo schmeißt die Sachen alle hin? Dann finden wir eh noch Papier und Schlösser und komische Brillen. So. Ich darf hier gar nichts mehr finden. Wir haben alles voll. An guten Zeugs jedenfalls. Oh. Oh. Oh, 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 oh. So, jetzt geht's los. Also, jetzt will ich hier raus. Also, man könnte viel mehr durchsuchen, aber wir haben viel gefunden. Und hab Angst. Wieso schafft sie denn? Achso, die ist kaputt, weil. Tot. Bitte warten. Wir erledigen noch ein paar Sachen. Damit wir das völlig umsonst gemacht haben, wenn ich sterbe. Alter, wie lädt die denn nach? Was ist so vernünftig hier? Schickse. Ja, ein Schuss weg damit. Eine Kugel. Zap. Oh, der Schlüpfer, der hat's in sich. Den möchte ich jetzt nicht sehen. In real. Wenn ich die Pistole da rausnehme, kann ich sie nie wieder reintun. Macht aber nichts. Jetzt müssen wir irgendwo mal pflicken gehen. Wo habe ich sie jetzt hingetan? Pistole? Die war das nicht. Da. So, jetzt kriegst du natürlich hier nicht mehr rein. Ne? Ist ja klar. Aber wir haben noch eine Jeans. Das sieht auch cool aus. Ich habe noch viel Loot, ne? Viel Platz für Loot. Für das wir gleich sterben. Nein, ich sag das nicht so oft jetzt. Das ist albern. Ja, eine Kugel kann weg. Das. Kann ich nicht füllen. So, und jetzt müssen wir mal hier gucken. Der kommt gerade. Der sieht auch nicht, dass man Türen aufmacht. Das finde ich ein bisschen komisch. Wie weit ist denn der Ausgang weg? Ich habe ja einen anderen Plan. Geh auf, Tür, geh auf. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich hier lebend rausgekommen bin. Mit Looten sogar. Böden Mechs!
Blöd, Max, ihr habt es nicht geschafft. Oh doch, ihr habt es geschafft. Einmal. Oh. Oh. Was haben wir denn da für ein Dorf in der Nähe? Jetzt muss ich unbedingt ausruhen. Ja, der ist ziemlich warm. Kann ich mir vorstellen. Heide Witzke. Naja, der Loot war jetzt nicht so der... Obwohl, das finde ich geil. Das haben wir ja auch extra gefunden. Eine Wahl. Ein paar Pistolen, ein bisschen Munition, Magazine. Scheiß hier. Schleppt sie wieder mit. War jetzt nicht so der Burner. Ne? Also, bin froh über das M16-Magazin auf jeden Fall. Bisschen Munition. Die Karte, die legen wir für C4. Wo ist denn C4? Hier ist irgendwo der Bunker. Aber es ist auch noch ein ganz schönes Eckchen, ne, bis zu Hause. Gut. Deswegen nutze ich die Pausenfunktion. So, Pause ist vorbei und ja, auf dem halben Weg habe ich was bemerkt. Und ihr natürlich auch. Meine doppelläufige Schrotflinte liegt jetzt irgendwo in der Halle, wo ich die Magazine nachgeladen habe. Oh, ich könnte mich dafür verprügeln. Ey, die war so gut, aber wir werden sie mit Sicherheit nochmal finden. Jetzt muss ich nochmal einen Poiskin machen. Bin kurz vor zu Hause. Kleinen Umweg gegangen. Ups. Oh mein, meine Doppelleute für die Schrotflinte. Warum habe ich sie verbummelt? Obwohl, die war eh ganz dolle kaputt. Die war ganz dolle kaputt und es ist gar nicht schlimm. Ich habe auch nur einen Zombie töten müssen, auf dem Weg gerade mit der Pistole. Da ist mir aufgefallen, dass ich sie verloren habe, weil ich sie gerade ziehen wollte. Und genau da, ja, habe ich dann keine mehr gehabt, ne? Ui, das ist aber gerollt. So, wo ist mein Zuhause? Wir laufen völlig falsch. Wir müssen östlich laufen. Und dann schmeiße ich dann noch schnell die Karte rein für C4. Kann sich ja eine einkassieren. Kann sich ja eine einkassieren und nutzen. Und Spaß damit haben. Mann, diese Kack-Ausdauer, Mist-Scheiße. Ausdauer, Mist-Scheiße. Was ist denn mit dir, Maus? Warum bewegst du dich denn von alleine? Hast du einen Defekt? Zugestellt. Ja, habe ich gerade aufgemacht. Geliefert. Gutschein nutzen, sonst bekommt ihr nicht der nächste... Was? Weg damit. Smartwatches sind echt nervig. So, ich muss jetzt östlich, ne? Nein, nordöstlich. Müssen jetzt aber langen. Wir sind ja sehr beladen. Ein bisschen erleichtert, weil wir keine doppelläufige Schrotflinte mehr haben. Ich ärgere mich wirklich. Die war wirklich Bombe, das Ding. Ja, ja, komm her, wo bist denn du? Schöne Base. Komme ich dann auch irgendwann mal bei meiner an? Ja, ne? Okay, das nächste Ziel. Nächste Folge. Doppelläufige Schrotflinte. Ist das jetzt die Community Base? Nee, ne? Ich hab schon wieder nur noch 19 Ausdauer. Alter Schwede, ist das alles groß hier, ne? Mann. Ich muss schon wieder eine Pause machen. Ich dachte, das machen wir jetzt in einen Schwung, weil wir sind schon bei 1 Stunde 5 Minuten. Und einen halben Hahn, den habe ich gar nicht gegessen. Da brauchte ich ja nicht. Ich bin ja gestorben.
So, da sehe ich schon die Community Base. Und die Karte, die hat jetzt aktuell noch 71 Stunden Zeit, also 71,5 Stunden, dann läuft die erst ab. Das heißt, in 2 Stunden ist die Folge hoffentlich online, also minus 2 Stunden, wenn ihr die um 15 Uhr guckt. Also noch absolut genug Zeit, wenn ihr ein großes Squad seid, diese zu benutzen. Ich lege mich jetzt in mein eigenes Bett, mal endlich wieder nach langer Zeit. Wo soll ich es nur reinlegen? Eine Steffi-Kiste ist ein bisschen doof, oder? Na doch, ich lege es in der Steffi-Kiste, ist offensichtlicher, ne? Was haben wir hier so? Geht einfach weg. Pistolen, ha! Steffi-Kiste. Steffi-Kiste lege ich das ganz oben rechts rein. Das Kärtchen. Und den Dollar. Und den Helm. Und den anderen Helm auch. Also nehmt euch, was ihr braucht. Ab in die Koje. Sie wird ein bisschen weinen, weil... Ich kann gar nicht pausieren. Ist wahrscheinlich irgendwas im Weg, oder was? So. Weil sie keine doppelläufige Schrotflinte mehr hat. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.